Kapitel 28. Der neue Autor. Die Zeit war gekommen. Eine unwahrscheinliche Truppe. Freunde, Feinde, Scheinverstorbene, Ligakämpfer. Alle zusammen waren sie gereist, um eine große Schlacht zu bestreiten, deren reine Existenz den meisten Pokémon fern wäre. Epolyxus hatte sich den Pokémon versteckt gehalten. Nur ein Dorf und seine Feinde wussten von seiner bloßen Existenz. Und doch würde es eine Schlacht um das Schicksal einer gesamten Welt werden. Auch wenn Epolyxus derzeit den Autor spielte. Sein letztliches Ziel war immer noch dasselbe wie eh und je. Zerstörung. Und optimistisch, wie Epsilon nach außen hin auch versuchte zu sein. Wie sollte sie dies verhindern? Der einzige Grund, durch welchen eine ganze Armee Epolyxus in ihrem alten Heim hatte bezwingen können, war das Pokémon, von dem Epolyxus Besitz ergriffen hatte. Wie er damals gesagt hatte, der einzige, der Epolyxus bezwingen konnte, war er selbst. Und dieses Mal waren sie weniger und der Dämon war einfach frei. Irgendwie. Wie hat es überhaupt dazu kommen können? Der Autor hatte diesen Dämon nicht einfach auf die Welt losgelassen, ohne irgendeine Prüfung oder ohne irgendetwas. Schon gar nicht, um sich selbst zu ersetzen. Wie genau hatte also Epolyxus sich selber befreien und den Autor ersetzen können? Aber all dies waren Fragen, die zwar wichtig wären, doch nicht essentiell. Essentiell war alleinig ein Sieg. Ein scheinbar unmöglicher Sieg. Und doch wusste Epsilon in einem Moment des Rendezvous, sie musste diese Pokémon hier führen. Bereits einmal hatte sie eine Armee in den sicheren Tod gegen den Dämon geleitet. Und auch heute war es dasselbe. Wenn sie den Kampf nicht eingingen, dann würde Tod und Zerstörung folgen, bis nichts verblieb. Wenn sie ihn eingingen, würde dasselbe geschehen. Nur müsste vorher ein Gott kurz ein paar Sterbliche aus dem Weg räumen. Und doch, so schlecht die Dinge standen, ein Blick auf ihre eigene Klinge, umgeben von regenbogenfarbenen Schwaden, gab ihr Mut. Um sie herum erstreckten sich Berge, Dampf durchquoll das Tal. Vor ihr stand eine Grotte, deren Eingang grellrot. Ein einst heiliges Heim des höchsten Herrschers. Heute erwartete hinter diesem Licht ein Nachahmer seine Feinde. Also dann, seid ihr alle bereit? Wenn wir da reingehen, gibt es kein Zurück mehr. Natürlich sind wir bereit. Weshalb sollten wir es nicht sein? Epsilon schoss herum und blickte ihre Tochter an. Anblicke des Grauens blitzten in ihrem Verstand auf. Felder von Toten, Heimaten in Asche, die Hölle auf Erden. Flammenstürme und Dämonen, ein Kampf ohne Hoffnung. Ihr habt nicht erlebt, was ich erlebt habe. Oder erinnert euch eher nicht. Ich stand diesem Dämonen schon gegenüber. Und du hast gewonnen. Also wiederholen wir das einfach heute. Wir mögen gewonnen haben. Aber es war nicht unser Verdienst. Der einzige Grund war, dass Epolyxus Besitz von einer starken Seele ergriff, sodass er sich selbst vernichten konnte. Wir waren damals Hunderte. Und alle gemeinsam hatten wir eigentlich keine Chance. Es ist möglich, dass selbst wenn wir heute alle den besten Kampf unseres Lebens liefern, es nichts ausrichtet. Vielleicht ist unser Schicksal besiegelt.
Und wenn wir nichts tun, dann ist es das sowieso. Also, bringen wir es hinter uns. Mit einem letzten Blick nach vorne atmete die Kaiserin durch. Also gut, dann auf! Gemeinsam trat das Team in das grellste Licht. Dieses jedoch schwand schon im nächsten Schritt und gab Sicht auf eine Umgebung frei. Das Innere einer großen Höhle, erhellt durch Fackeln an den Wänden und sonst erfüllt von nichts als Stein und als Schmutz. Ihr seid also gekommen. Ihr habt mich warten lassen. Glaubt ihr etwa, ich hätte nichts Besseres zu tun? Wenn du nicht warten willst, dann renn nicht weg und lass uns über Kontinent hinweg folgen. Warum nicht? Dies ist der einzige Ort würdig des Kampfes. Und von den großen Plottkaisern erwarte ich mehr Eile. Bist du denn fertig mit den Reden? Wir alle wissen, wofür wir hier sind. Und doch lasse ich mir die Zeit nicht nehmen, in welcher ihr alle spüren dürft, wie eure Hoffnungen brennen, eure Welt zerbricht. Du hast mir dasselbe angetan. Du und der Autor. Mir das Ziel vorgehalten. Mir weisgemacht, dass es soweit wäre. Und es mir im letzten Moment entrissen. Von vornherein war der Deal mit dem Autor immer gewesen. Würde ich frei werden, dann gehörte die Welt mir. Und dann mischte er sich ein und veränderte die Schlacht. Er ist ein Lügner, nicht mehr, nicht weniger. Ein dreckiger Verräter im Glauben an sein eigenes Überrecht. Du musst mir nicht erzählen, was in einer anderen Zeit geschehen ist. Ich war dabei. Und du nicht. Du hast nicht einmal das Recht, das alles zu wissen. War ich nicht. Oh nein, Epsilon, das stimmt nicht. Es war ich und ich selber. Und niemand sonst, dem du damals alles genommen hast. Aber ich sollte wohl nicht zürnen. Immerhin ist meine zweite Chance dein Verdienst. Und durch dich alleine konnte ich zum Autor mehr werden. Wenn du etwas sagen willst, dann tu es. Und rede nicht drum herum, als hätten wir etwas Besseres zu tun. Dass deine Freunde nichts verstehen, ist nur logisch, aber du selber, muss ich es dir buchstabieren? Als du die Zeit zurückgesetzt hast, bin ich mit dir zurückgekehrt. Du hast mich vom Tod zurückerweckt und in diese Welt gesetzt. Einem Autor gegenüber, der meine reine Existenz nicht verstand. Sein Epolictus war versiegelt, aber ich war frei, denn du hast mich in diese Welt gebracht, Epsilon. Sein Epolictus, was Zölle meinst du damit? Vielleicht gibt es mehrere. Einer für jede Geschichte. Doch dank Epsilon änderte sich dies hier. Und jetzt habe ich den Lügner unterworfen, der mir meine Träume gestohlen hat und bin selber zum Autor entstiegen. Das war es also. Die Zeit zurückzusetzen hatte solch eine Konsequenz gehabt. Dieser Gott war nicht wie die Pokémon an diesem Ort. Er erinnerte sich an diese Zeit. Nein, nicht bloß das. Er kam aus dieser Zeit. Er war ein Produkt der damaligen Zeit. Raum und Zeit selber waren verzerrt worden. Ein toter Dämon zurück ins Leben gebracht worden. Und dies dadurch, dass Epsilon nicht mit ihren Fehlern leben konnte, sondern eine zweite Chance wollte. Eine Chance, die sie nie verdient hatte. Dann
lag es nun wohl an ihr, ihre Fehler ein für alle Mal wettzumachen. Du bist eine Anomalie. Und das weißt du. Und deswegen musst du gehen. Ich war einst ein Element der Welt, bevor ich zur Anomalie gemacht wurde. Und nun werde ich von der Anomalie zum Herrscher steigen. Mein Aufstieg hat begonnen, als du deine zweite Chance erbettelt hast. Und war vom ersten Moment an bestimmt zum Erfolg. Und doch hattest du genug Angst, dass du uns gegen Olangas Dorf aufnehmen musstest, um uns zu beseitigen. Nenne es Angst, was schert es mich? Das Fundament hatte der Autor bereits gelegt. Ich wollte mir bloß ersparen, euch selbst zu erledigen, wenn ich denn nicht muss. Aber offensichtlich. Epolyxus begann, in grellem Licht zu glühen. Um die mutigen Krieger herum schienen aus dem Boden Gestalten zu ersteigen. Drachen, Monster, Pokémon, deren Abbilder sich aus Blut ergaben. Offensichtlich wollt ihr es so. Seht euch um, welche Macht ihr nun innewohnt. Ich kann Kreaturen erschaffen. Im selben Moment zerfielen all die Gestalten wieder und hinterließen bloß Pfützen aus Blut. Ich kann die Welt verändern. Der Höhlenraum wandelte sich zu einer weiten, idyllischen Wiese. Doch nur für Sekunden, bevor roter Himmel die Idylle überdeckte. Ruinen, leblose Körper. Es war ein genaues Abbild jenes Schlachtfeldes, auf welchem dieser Epolyxus bereits einmal gefallen war. Aber auch dies blieb nicht lange, da die Pokémon sich bald wieder in der Höhle fanden. Ich kann es alles steuern, denn ich bin der neue Autor. Ich bin der Gott, der ich verdiene zu sein. Gott einer Welt, die bald nicht mehr ist. Denn ich werde das letzte Kapitel schreiben. In einer Welt, deren Existenz ein Fehler ist. Und mein erster Wunsch wird euer Ende. Flammen durchzogen den Saal, als die Blutmonster allesamt wieder erstanden. Nun waren die Krieger umzingelt, während Engelsflügel sich am Rücken des Monsters bildeten und sich sein verkrüppeltes Grinsen zeigte. Der Kampf würde beginnen. Der Kampf gegen jenen, der die Welt steuerte. Noch letzte Worte. Epsilon blickte hinab auf ihre Klinge. Oder seht ihr, dass Worte keinen Wert haben? Nun denn, dann los. Mein erster Wunsch als neuer Autor ist euer Tod. Für die nächsten Sekunden geschah nichts. Aurora blickte sich verwirrt um, während selbst das Grinsen aus dem Gesicht des Dämonen schwand. Ich sagte, mein Wunsch ist eurer Tod. Los, Blutmonster, meine Kreation. Warum gehorcht ihr mir nicht? Ich bin der Autor. Ihr habt mir zu folgen. Du willst letzte Worte hören? Dann sprich sie selber. Was, wenn dein Wunsch als Autor mir egal ist? Was, wenn ich sage, was geschehen soll? Los, Blutgestalten! Sterbt, verschwindet und kehrt nie wieder! Epolyxus' Miene schien Furcht zu zeigen. Zum ersten Mal, seit Epolyxus Epsilon kannte. Und zwar deshalb, da seine Kreationen dem Wort der Feindin folgten. Was soll das? Warum kannst du sie steuern? Das ist meine Aufgabe. Die Macht des Autors. Und der Autor ist bei mir. Erfreut blickte das Sorak auf ihre Schattenklinge. Immer noch durchzogen
von regenbogenartigen Schwaden. Ich hatte mich schon gewundert, warum mein Schwert seit meiner Ankunft so seltsam aussieht. Du hast wohl Rückzug gebraucht, nicht, Jason? Mit einem heftigen Schwung schienen die Schatten vom Schwert abzufallen, wie Wasser, welches von Glas abperlt. Was sich unter der Finsternis darbot, war ein wahres Schwert. Der Griff golden, die Klinge scheinbar weich, doch in Wahrheit scharf wie 1000 Messer. Endlich! Endlich habe ich sie wieder! Meine geliebte Schwertfeder! Mein Meisterstück! Meine Klinge! Von dieser Feder stieß sich der Regenbogenrauch nun ab. Nicht daran verbleibend, sondern an die Höhlendecke schwindend. Jason, du bist das! Der mächtige Autor! Der Lügner! Willst du dich mir etwas schon wieder in den Weg stellen? Du hast nicht deine Macht! Du bist kein wahrer Autor! Vielleicht kannst du meine Macht des Wahren Autoren noch unterdrücken, aber mehr. Glaubst du, ich brauche es? Glaubst du, ich brauche dich? Ich werde auch so mit euch allen fertig, wenn ich meine eigene Kraft nutze. Epsilon! Entschlossen griff das Sorok jenes Schwert, welches sie so lange vermisst hatte. Gleichzeitig merkte sie, wie auch all ihre Begleiter entschlossen vorantraten. Es reicht mir. Einmal hast du mich schon befreit, doch am Ende gestürzt, als du die Plottkriegerin zurückbrachtest, nachdem der Autor mich verriet. Nun hast du mich erneut befreit, mir wahrlich meine Macht gegeben. Du wirst sie nicht noch einmal stoppen. Du wirst nicht noch einmal meine Träume brechen. Du bist ein Niemand in meinem Angesicht. Und heute lasse ich dich spüren, wer ich wahrlich bin. Ich habe dich schon einmal besiegt. Aber ich weiß selber, dies ging nur, weil ich nicht alleine war. Praktischerweise werden wir dies heute wiederholen. Herzlichen Glückwunsch, Epolyxus. Zum zweiten Mal hast du es geschafft, dass selbst eine einsame Irre wie ich ihre Konflikte begraben und sich mit einstigen Feinden verbünden kann. Andererseits gesagt, du bist so fehlgeleitet, dass Pokémon sich lieber mit mir verbünden. Pokémon sind ein Fehler dieser Welt. Fehler, die ich bin zu bereinigen. Und niemand weiß das so wie du. Glaubst du, dass du ein Happy End verdienst? Was du in deinem Leben alles getan hast? Dass du wahrlich glaubst, dass es für dich spricht? Wie viele gute Taten hast du vollbracht, die nicht bloß deine eigenen Fehler behoben? Und Pokémon wie du erhalten Chancen um Chancen. Ein gutes Ende. Der Autor gab dir wortwörtlich Kontrolle über Raum und Zeit. Einem Wesen, dem niemand vertrauen sollte. Dass manche es wahrlich glauben, dass es Gründe gibt, sich mit dir zu verbünden. Ist der Grund, weshalb ich überhaupt existiere. Und Wesen wie du sind der Grund, weshalb ich beweisen kann, nicht immer nur Unrecht zu bringen. Der Unterschied zwischen uns ist simpel. Ich weiß, dass ich im Unrecht bin und handle trotzdem danach im Irrglauben an positiven Konsequenzen. Du bist nicht einmal in der Lage, für dein Unrecht einzustehen. Wer hier im Recht ist, wird alleinig durch eines bestimmt. Sieg! Denn die Sieger schreiben die Geschichte. Und deshalb wirst auch du immer im Unrecht sein.
Denn eine Epsilon wird niemals siegen können. Wollen wir wetten? Denn heute beweisen wir dir, dass eine Epsilon siegen kann. Solange sie nicht alleine ist.